we've passed on all we know. A thousand generations live in you now. But this is your fight. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, Freunde, es ist soweit. Der Trailer zu Episode 9 ist nun endlich erschienen. Und ja, was soll man sagen? Da ist schon einiges Unerwartetes gezeigt worden. Mashallah, Bruder, aber gut, eins nach dem anderen. Der ganze Bums fängt damit an, dass man Rey wie ein Hund hecheln hört. Sie befindet sich irgendwo in einer Wüste. Wir hören ein Voice-Over von Luke, der sagt, also er nuschelt komischerweise etwas, aber so wie ich das verstanden habe, sagt er, we have passed on all we know oder so jedenfalls, sinngemäß auf Deutsch, wir haben dir alles weitergereicht, was wir wussten. Mit wir könnte ich mir vorstellen, meint er die bisherigen Jedi-Meister womöglich. Tausende Generationen leben nun in dir, sagt er zu Rey. Rey scheint da auf jemanden zu warten, ein Imperialer, sie scheint da auch Anakins Lichtschwert zu haben, sieht zumindest ganz danach aus, und wir hören Luke, wie er sagt, dass Rey nun auf sich allein gestellt ist und dass das nun ihr Kampf ist. Dann wird ein Schriftzug eingeblendet. Jede Generation hat eine Legende. Dann sehen wir noch eine schnelle Kamerafahrt, die die Landschaft zeigt. Sieht für mich persönlich sehr cool aus. Und wir hören schon, da kommt das Fahrzeug näher und näher. Wir sehen dann, dass Rey sich breit macht. Im Fahrzeug ist womöglich Kylo Ren, aber das können wir jetzt anhand der Handschuhe nicht sicher sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob schon der Name dieses TIE Fighters bekannt ist. Mir kommt er jetzt nicht bekannt vor, aber vielleicht habe ich das auch einfach nur vergessen. Wenn ihr es wisst, ballert's in die Kommentare. Jedenfalls macht Rey dann so eine krasse Schraube mit der Macht, um nicht vom Gegner zu zermatscht werden. Und dann heißt es diese Weihnachten. Szenenwechsel. Wir befinden uns auf einem Planeten, wo ich ziemlich sicher bin, dass wir den noch nicht kennen, aber sehr interessant, was da wohl unten bei den Lichtern ist. Ich denke, da fliegt gerade ein Schiff der Rebellen. Man kann es aber nicht genau identifizieren, sieht auf jeden Fall nicht imperial aus, ist aber auch sehr schnell vorbeigeflogen. Und jetzt kommen wir noch zu einem sehr krassen Shot. Wir sehen Kylo zum ersten Mal mit seinem Crossguard-Lichtschwert. Er nietet da gerade womöglich einen Rebellen um. Es sieht ein wenig so aus, als ob der Rebell oder auch vielleicht Einheimischer auf ihn zuläuft, wie so auch immer er das tun sollte. Aber um das zu wissen, ist der Ausschnitt zu kurz. Dann, während wir eine andere Einstellung von der Umnietung sehen, erkennen wir, die sind auf einem Waldplaneten. Da ist noch ein anderer Sturmtruppler. Jetzt wäre nur die Frage, warum alles so rot ist. Und wie ich es jetzt schon zweimal in den letzten beiden Folgen von Flashy's Talk angekündigt habe, Kylo Rens Helm wird mit einem roten Haftmittel wieder zusammengefügt. Wahrscheinlich ist das so gemacht worden, um mehr Merchandise und Figuren und so weiter zu verkaufen, denn die Leute feiern Kylo ja bekanntlich ohne Maske nicht. Kann man jetzt natürlich sagen, sein Gesicht passt nicht zu einem Bösewicht, aber dazu habe ich mich ja auch in der Vergangenheit schon geäußert. Warum das auch nicht so gewollt war von J.J. Abrams, dass Kylo wie ein klassischer Sith aussieht, es hätte einfach nicht gepasst, denn er ist halt kurz gesagt noch sehr jung, und dass er noch nicht komplett von der dunklen Seite korrumpiert ist, sondern zwiegespalten mehr oder weniger, das ist ja unter anderem der Sinn des Charakters.
Danach sehen wir einen coolen Ausschnitt von Poe Dameron und Finn, jetzt mit einer anderen Frisur, ein wenig bei Finn. Beide ein neues Outfit, könnte wahrscheinlich der Planet sein, wo Rey auch drauf ist am Anfang des Teasers. Und wie auch schon vorher angekündigt, haben wir hier einen neuen Sidekick-Druiden von BB-8. Er könnte Dio heißen, muss aber nicht sein. Die Umgebung, in der sie sind, erinnert mich schon irgendwie so an Maskanatas Keller. Und danach sehen wir einen genialen Ausschnitt. Chewie verliert ein wenig das Gleichgewicht neben Lando Calrissian, der Originalschauspieler, der jetzt endlich zurück ist, der jetzt endlich wieder in seinem Millennium Falcon drin ist. Der Grund dafür ist aber ja bekanntlich trauriger, denn Han ist ja nicht mehr am Start. Wir sehen, wie sie irgendwohin einen Hyperraumsprung machen. Die Saga kommt zu einem Ende, ist da ein Schriftzug. Ja, schon irgendwie schade, muss ich sagen, dass es jetzt nichts mehr bezüglich der Skywalker gibt. Was nach Episode 9 passiert mit den Charakteren, wird man also nie wissen. Aber vielleicht auch ganz gut, denn ja, die Sequels sind nun mal nicht so beliebt und Disney sollte sich jetzt einfach mal beweisen mit anderen Star Wars Kram. Ich hoffe für sie, dass darunter auch die alte Republik ist. Anbieten würde es sich ja mit den Game of Thrones machen. So, wir sehen jetzt, wie ein paar Sturmtruppler mit Jetpack, also nicht normale Einheiten, auf dem Wüstenplaneten Poe Dameron, Finn und C-3PO verfolgen. Zumindest sind das die Personen, die ich da erkennen kann. Dann sehen wir ganz kurz, wie irgendein Schiff abstürzt, aber da kann man in der Kürze nun kaum was erkennen. Danach sehen wir eine weibliche Person, wahrscheinlich Leia, sie hält einen Talisman oder so und der kommt dann womöglich von Luke, weiß ich aber jetzt nicht genau. Wie Leia da jetzt drin ist, ist auch nicht komplett klar. Die hatten aber auf jeden Fall alte Szenen, die sie nicht benutzt haben von früheren Episoden. Und davon hat man dann wohl geschickt welche mit reingepackt. Und was aber nicht gemacht wurde, ist Leia in CGI darzustellen, denn das wollten die Verantwortlichen nicht. Also zum Beispiel J.J. Abrams. Leia umarmt da Rey, die weint und die befinden sich da womöglich, das kann man jetzt aber sehr schwer erkennen, auf dem neuen Planeten namens Batuu. Wir hören wieder Lukes Voice-Over, wir werden immer bei dir sein, sagt Luke. Also sie ist nicht hundertprozentig auf sich allein gestellt, aber es ist quasi jetzt ihr Kampf. So, nun sehen wir die drei Druiden sowie Chewbacca, Poe, Finn und Rey auf einem anderen Planeten. Ich muss sagen, ich finde Reys Outfit von hinten betrachtet eigentlich ziemlich gut jetzt. Also die Kapuze hat ja schon was, wenn sie die mal aufsetzt. Das könnte ihr dann nochmal einen ganz neuen Flair verpassen, gefällt mir. Also ich denke, die sehen da gerade auch noch so einen Teil des Todessterns, wie es aussieht. Und Luke sagt, niemand ist jemals wirklich weg. Und dann beim Blackscreen kommt ja mal die Überraschung überhaupt. Wir hören Palpatines Lache, so boshaft wie fast keine andere. Und ganz interessant, das habe ich dann auch noch mitbekommen, ist, dass nach der ersten Aufführung bei der Star Wars Celebration kam der Schauspieler von Palpatine, also Ian McDiarmid oder wie auch immer der ausgesprochen wird, und hat dann gesagt, spielt den Clip nochmal und dann Mic Drop. Ja. Und dann natürlich auch, was nicht fehlen darf, der Titel The Rise of Skywalker. Sehr, sehr interessant. Das Ende ist ja wirklich der Knaller. Was genau das zu bedeuten hat, frage ich mich auch. Gerade wenn Luke sagt, niemand ist jemals wirklich weg, also wegen der Macht, ob Machtgeist oder nicht. Und dann hören wir genau dieses böse Gelächter, was wir ja kennen. Wäre schon eine gewagte Entscheidung, den Imperator da nochmal zu integrieren. Weiß ich jetzt spontan nicht, was ich davon halten soll, denn ich würde sagen, dann ist das mit dem Tod ja auch in Star Wars immer so eine Sache. Man kann die nie wirklich ernst nehmen. Aber gut, wenn er wiederkommt, der Peps, dann sollte man da wohl am besten, ja, eine gute Erklärung liefern. Fraglich ist auch jetzt, was ist eigentlich mit Snoke und hat Palpatine zu diesem eine Verbindung? Und natürlich, wie zur Hölle hat er das überlebt, wenn er es überlebt hat? Und was ist genau mit Rey, wenn man mal auf den Titel schaut? Man sagt ja extra, yo, das ist jetzt dein Kampf, Rey, und dann heißt es The Rise of Skywalker im Titel. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten würde, wenn Rey jetzt eine Skywalker ist. Aber diesbezüglich und was den Titel betrifft, kann ich ja auch gerne noch ein wenig nachdenken und dazu separat noch Videos machen. Schreibt doch gerne rein, ob ihr das sehen wollt und was ist so euer Eindruck von diesem Teaser-Trailer insgesamt. Was wollt ihr noch so für Videos bezüglich Episode 9 sehen und generell? Habt ihr da spezielle Fragen? Wenn ja, dann unbedingt rein damit, dann mache ich dazu Videos. Wenn ihr mich supporten wollt und den kommenden Star Wars Episode 9 Content nicht verpassen wollt, dann penetriert unbedingt den Abo-Button, checkt noch den MMOGA-Link in der Beschreibung ab, wo ihr massig beim Zocken sparen könnt, also alle möglichen Spiele und Spielwährungen bekommt ihr da enorm reduziert. Checkt ab, bumst die Glocke durch, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.